Du Sebastian, wir müssen gleich zum Konfunterricht. Ich hole nur noch schnell den Gemeindehausschlüssel. Okay, ist gut. Verdammt, der ist ja gar nicht im Schlüsselkasten. Mann, wo ist der bloß hin? Ja. Hast du den Gemeindehausschlüssel gesehen? Nee, den hattest du zuletzt. Den hatte ich zuletzt, bist du dir sicher? Ja. Nee, kann doch gar nicht sein. Keine Ahnung, wo der ist, Mann. Wo warst du denn zuletzt damit? Komm mir jetzt nicht mit solchen blöden Ratschlägen. Ich mir lieber suchen. Oh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ah, gut. Hier ist übrigens der Schlüssel, den du gesucht hast. Ach, klasse. Sebastian, da bin ich ja froh, dass er wieder da ist. Weißt du, wenn ich so Dinge suche, also das geht mir echt richtig auf die Nerven. Und wenn ich sie dann wieder gefunden habe, also ehrlich, da bin ich richtig erleichtert und glücklich. Das passt übrigens auch zu unserem Wochenspruch tatsächlich. Ach ja, erzähl mal. Ja, denn der Wochenspruch lautet: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zu suchen und selig zu machen. Dazu hat Jesus auch schöne Gleichnisse erzählt. Eins davon über einen Hirten, der ein Schaf verloren hat. Vom verlorenen Schaf. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, Sebastian, also ich muss dir ehrlich sagen, ich kann die Freude des Hirten unheimlich gut verstehen. Also wenn ich was wiederfinde, was ich gesucht habe, dann bin ich wirklich sehr, sehr froh, wenn es dann endlich wieder da ist. Ja, das ist bei mir auch so. Aber der Hirte, der ist ja schon ein bisschen auf Risiko aus. Also er hat ja ein Schaf verloren. Und dann, also wenn ich mich jetzt entscheiden würde und ich der Hirte sein würde, dann würde ich mir genau überlegen, ob ich jetzt 99 Schafe im Stich lasse und um eins zu suchen, was einfach weggelaufen ist, oder ob ich nicht lieber sage, gut, das eine Schaf, auf das kommt es nicht an, dafür habe ich ja noch 99. Denn wenn es doof läuft, finde ich vielleicht das eine Schaf, aber die 99 sind weg. Oder wenn es ganz blöd läuft, finde ich noch nicht mal das Schaf mehr wieder und die 99 sind trotzdem weg, weil die ohne Hirte weglaufen und ja, dann genauso wechseln wie das andere. Sebastian, da muss ich dir zustimmen. Jesus fragt ja dann im Grunde so, ja, wer von euch würde das nicht so machen wie der Hirte? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte es nicht wie der Hirte gemacht, sondern ähnlich wie du sagst, hätte ich eher gesagt, komm, lieber das eine aufgegeben, aber dafür die 99 Schafe, die dann noch sicher sind und die dann eben, bei denen ich kein Risiko eingehe. Aber wenn du mal die Perspektive wechselst, stell dir mal vor, du wärst das eine Schaf. Dann wärst du, glaube ich, richtig glücklich, wenn der Hirte dann auch noch kommen würde und dich dann zu retten. Ich glaube, was Jesus uns damit sagen möchte, ist, dass Gott niemanden von uns aufgibt. Und auch Menschen, die wir, unsere Mitmenschen, die wir vielleicht aufgeben würden oder wo wir sagen würden, Mensch, das hat doch keinen Wert mehr mit denen, die haben doch keine Chance, die wir aufgeben, das macht Gott eben nicht mit uns Menschen. Ja, stimmt. Als Schaf wäre ich doch dann relativ glücklich, wenn ich die Hirte wiederfindet. Und im Leben kommt es eben manchmal vor, dass wir ja wie das verlorene Schaf sind, dass wir uns manchmal verloren fühlen oder ja, dass wir eben aus eigener Kraft eben nicht mehr irgendwie auf die Beine kommen. Und dann zu wissen, da ist unser guter Hirte, der das Verlorene sucht und nicht aufgibt, sondern der Menschensohn, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, das ist dann wirklich eine ganz starke Ermutigung. Amen! Amen! Ist ja schon eigentlich recht blöd. Also
der sucht ein Schaf, was verloren geht, und lässt dann bei 199 ohne Hirte. Dass Jesus damit sagen will, dass eben niemanden aufgibt, auch diejenigen, bei denen wir Menschen vielleicht sagen würden, Mensch, die sind verloren.